Zweite Runde im DFB-Pokal. Der BVB empfängt Union Berlin vor knapp 80.000 Zuschauern. Auch über 10.000 sind mit dabei aus der Hauptstadt Schwarz-Gelb mit 1:0 vorne. Aber die Köpenicker hatten durchaus noch was im Feuer. Die 53. Erster Angriff im zweiten Durchgang. Schuss kam aus der zweiten Reihe. Senulau mit diesem Abschluss. Nur noch 10 Minuten waren zu spielen. Und klar wurde jetzt, dass Union mehr versuchen müsste. Und Union tat jetzt mehr. Ball gut rübergelegt und dann auf einmal im Tor. Aber zurückgepfiffen wegen Abseits. Richtige Entscheidung. Pedersen hier viel zu weit vorne. Da war es dann unerheblich, dass Puncic sich in regelkonformer Position befand. Wechsel nochmal. Skripski kommt für Simon Hedlund. Und nur eine Minute später diese Ecke für Felix Groß. Weigel und dann ist er da. Simon Skripski. Ausgleich. Was für ein Treffer von Skripski, der eben zuvor reinkam. Weigels Abwehr genau auf seine Füße und dann war absolut nicht zu halten für Roman Weidenfeller. Den kann man besser auch kaum treffen. Und letzten Endes diese Möglichkeit über Redondo. Bringt die Flanke rein und Philipp Hosina. Was wäre das gewesen, wenn Union hier in der regulären Spielzeit den BVB geschlagen hätte?